Hallo und herzlich willkommen. 100 Tage sind jetzt inzwischen vergangen und mein Wasserfallterrarium hat sich im Laufe der Zeit natürlich auch noch weiterentwickelt. Die Pflanzen sind weitergewachsen und dazu möchte ich euch heute ein kleines Update zeigen. Jetzt noch das Intro und dann geht es auch gleich weiter. Den Robaden TV. Okay Leute, von diesem Wasserfallterrarium gibt es eine komplette Videoreihe, also es gibt mehrere Videos da dazu, ja wie ich denn jetzt die Rückwand gebaut und gestaltet habe, wie ich auch alles schön bepflanzt habe. Vor allem gibt es auch ein Video da dazu, wie ich diesen Wasserfall, also die Pumpe, mit in mein Terrarium integriert habe. Und es hat sich wirklich herausgestellt, dass diese Methode aus meiner Sicht wirklich optimal ist. Und wenn ich demnächst wieder ein Wasserfallterrarium baue, dann werde ich auf jeden Fall diese Methode auch wieder umsetzen. Ja, falls euch diese Videos interessieren, schaut doch einfach mal auf meinen Kanal unter Videos oder ich verlinke jetzt hier oben auch mal ein Video in die Infobox. Okay Leute, 100 Tage sind inzwischen vergangen und das Terrarium hat sich wirklich extrem weiterentwickelt. Ich habe damals ja mein Terrarium mit Pflanzen von Ben's Jungle bestückt und da habe ich mir auch wirklich einige exotische Pflanzen ausgesucht. Für dieses Terrarium auch eine riesen Bromelie, wie man hier sieht. Sie ist relativ rot, was mich jetzt ganz überrascht hat, denn innerhalb von 100 Tagen hat sich das komplett anders entwickelt. Auch die komplette Farbe, also ich habe jetzt in diesem Terrarium auch keine weiteren Pflanzen eingefügt, außer nochmal eine Macravia. Da habe ich einen Ableger von meinen Dschungeltempel Terrarium genommen und habe sie mit reingelegt, aber ansonsten habe ich an diesem Terrarium wirklich gar nichts gemacht. Ich habe das jetzt alles wirklich 100 Tage lang einfach mal wachsen lassen. Ich habe nichts herausgeschnitten, nur um euch jetzt auch mal zu zeigen, wie sich denn das jetzt alles so entwickeln kann nach 100 Tagen und dass es wirklich immer komplett anders kommt, wie man ja es sich eigentlich am Anfang auch gedacht hat. Und genau das ist auch das Wunderschöne an diesem Hobby, dass das einfach ein laufendes Projekt ist und man kann eigentlich schon zuschauen, wie sich denn diese Pflanzen im Laufe der Zeit denn jetzt sich so entwickeln. Und ja, ich habe ja davor einen Tinctorius brasilianer in diesem Terrarium darin gehabt. Ja, das ist eigentlich mein Oberkapo, der ist immer recht aggressiv den anderen Fröschen gegenüber. Deshalb habe ich den damals mal für ja circa 2-3 Wochen lang in dieses Terrarium hereingesetzt. In der Zeit hat er sich auch langsam wieder beruhigt, Gott sei Dank, und ich konnte ihn wieder zu seinen Artgenossen in das Terrarium hereinsetzen. Ja, und jetzt habe ich 4 kleine Auratus in diesem Terrarium darin. Sie sind, ja, ich glaube, so circa 5 Monate alt und sie haben sich dort auch schon richtig schön eingelebt. Jeder hat dort seinen eigenen Platz und ja, die finden auf alle Fälle ihren Platz und ich finde das wirklich wahnsinnig schön, wie sich ja diese Frösche hier in diesem Terrarium auch bewegen. Sie wissen ganz genau, sie springen von dort nach da und kommen dahin und dahin. Also das ist wirklich immer sehr interessant, wenn man in dieses Terrarium hereinschaut. Ja, also mein Wasserfall, der funktioniert auch noch echt super, also da gibt es wirklich gar nichts. Ich habe ihn an einen Bewegungsmelder angeschlossen, dass wenn ich an diesem Terrarium vorbeilaufe oder auch davor stehe, dass er sich dann von alleine anschaltet, denn es ist ziemlich stressig, wenn jetzt 24/7 lang ein Wasserfall in einem Terrarium läuft, also das ist auch stressig für die Frösche, vor allem auch nachts über und deshalb habe ich ihn dann gleich an einen Bewegungsmelder angeschlossen. Okay, jetzt möchte ich aber auch noch näher auf die Pflanzen eingehen und zwar, wie man ja sieht, die große Bromelie hat sich von rot nach grün gefärbt, also sie ist eigentlich jetzt komplett grün mit nur noch ein paar kleinen roten Streifen. Eine weitere Bromelie ist jetzt nicht daraus gewachsen, deshalb warte ich jetzt da einfach noch ein bisschen, weil normalerweise, wenn die Bromelie immer schön Feuchtigkeit abbekommt und auch viel Licht, dann ja, entwickeln sich diese Bromelien auch weiter und geben auch immer wieder kleine Setzlinge ab, so wie in meinem Dschungeltempel-Terrarium zum Beispiel. Dort haben sich die Bromelien so gut entwickelt, dass ich mehrere Ableger aus den Bromelien herausschneiden konnte. Und das werde ich in diesem Terrarium natürlich auch probieren. Aber sind wir mal ehrlich, Leute, in diesem Terrarium ist überhaupt gar kein Platz mehr für eine weitere Bromelie. Deshalb werde ich ja den Ableger, falls sich dort noch einer entwickelt, ja in das neue Schrankterrarium hereinsetzen. Falls euch dieses Video interessiert, ich verlinke das jetzt hier oben auch mal in die Infobox. Ja, gehen wir mal weiter zu meinem Eichenblattficus, also zum Ficus Gandens. Damals war er relativ klein, ich muss sagen,
Heute, nach 100 Tagen, ist er auch noch relativ klein, aber er hat sich dennoch schön entfaltet bis jetzt. Und ja, der Strang ist auch einigermaßen dick geworden. Das ist eine Rankenpflanze und ich hoffe, dass die sich jetzt noch weiterentwickelt, damit ich da davon auch noch ein paar Ableger abschneiden kann. Denn diese Rankenpflanzen, die entwickeln auch kleine Luftwurzeln, die sich dann wiederum an eine Terrarium-Rückwand zum Beispiel jetzt dann festgreifen oder an eine Wurzel. Und so kann man diese Pflanze auch weiter vermehren. Ja, meine Begonia, die ich damals dort auch eingesetzt habe, ja, die ist auch ungefähr um das Doppelte jetzt länger geworden. Also sie schlängelt sich auch komplett durch das ganze Terrarium. Und zwar von beiden Seiten, denn das sind insgesamt zwei Stränge. Und den einen Strang habe ich auch oben am Baum befestigt und dort wächst es auch immer und immer weiter. Wie man sehen kann, sie bekommt auch immer wieder neue Blüten. Die sterben dann im Laufe der Zeit wieder ab und nach einer Woche sieht man wieder zwei, drei neue Blüten daran. Ja, was mir überhaupt gar nicht gut gefällt, ist mein Farn, den ich oben rechts eingesetzt habe. Der hat scheinbar von der Beregnungsanlage zu viel Wasser abbekommen. Das kann schnell mal passieren, wenn man die Düsen falsch einstellt. Und ja, der ist auf Deutsch gesagt dumm abgesoffen. Und deshalb habe ich jetzt die Beregnungsdüsen etwas anders eingestellt, so dass mein Farn nur noch etwas Wasser abbekommt. Und wie man sehen kann, ja, diese Blätter entwickeln sich jetzt auch wieder weiter. Die alten habe ich jetzt schon mal dabei abgezupft. Und ich hoffe, dass sich dieser Farn auch wieder besser in diesem Terrarium entwickeln kann. Mein Ficus pumila, der entfaltet sich auch so richtig. Also der wächst nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, über den Baum drüber. Vor allem auch in das komplett verwucherte Moos. Und ja, also das ist auch richtig krass. Davon kann ich auf jeden Fall ein paar Ableger auch mal herausschneiden. Ja, wenn ich jetzt schon mit dem Moos anfange, das Moos, das ist wirklich unglaublich. Also ich muss auch sagen, es ist schon viel wieder vergammelt, da bin ich euch ehrlich. Moos kann immer wieder mal vergammeln, aber bekommt dadurch auch wieder neue Triebe und wächst dann auch wieder richtig schön. Also da werde ich aber auf jeden Fall das Vergammelte wieder herausschneiden und lasse das Moos dann einfach wieder etwas wachsen. Und dann wird sich das auch wieder richtig schön entfalten. Wie man sehen kann, hier an der Scheibe hangelt sich das Moos auch schon entlang. Da sieht man auch die Triebe, wie sie nach oben wachsen. Genauso wie bei meiner Terrarium-Rückwand. Da ja diese Rückwand aus Kokosfasern besteht, kann sich dort das Moos auch richtig gut vergreifen und sich dort auch wirklich sehr schnell entfalten, wie man sieht. Ja Leute, das war jetzt auch mein kleines Update zu diesem Wasserfallterrarium, wie sich das denn jetzt im Laufe der Zeit so entwickelt hat, besser gesagt nach genau 100 Tagen. Und damit ihr es auch besser erkennt, dachte ich mir, ich lasse es jetzt komplett einmal wachsen, schneide nichts heraus, so dass ihr auch gleich erkennen könnt, okay, also wenn ich mein Terrarium so und so bepflanze, könnte sich es so und so entwickeln, ungefähr. Also nur, dass ihr da ein besseres Gespür bekommt, dass sich dieses Terrarium natürlich auch noch komplett ändert. Ich werde dieses Terrarium jetzt natürlich auch wieder etwas aufpeppen, vor allem werde ich auch die alten Blätter entfernen und mit neuen Seemandelbaumblätter bestücken, denn ja, das sollte man schon einmal nach 100 Tagen auf jeden Fall machen, denn diese Blätter, die vergammeln auch dann im Laufe der Zeit und damit das dann auch alles etwas frischer ausschaut, ja, mache ich das ungefähr alle 3 Monate. So Leute, das war es jetzt auch mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ich konnte euch in manchen Punkten vielleicht ja auch noch weiterhelfen. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, denn nur so bleibt ihr auch auf dem neuesten Stand. Ihr möchtet miteinander chatten, euch untereinander austauschen und noch tiefer in die Terroristikwelt eintauchen? Dann kommt in den Dendrobaden TV Discord Server. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr stellt euch kurz vor, damit ich euch die passende Rolle zuweisen kann und schon geht's los. Hier könnt ihr eure Fragen, Fotos und Videos mit der Community teilen. Die Dendrobaden TV Kanalmitglieder dürfen dank der Unterstützung meines Kanals noch mehr Vorteile genießen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao. Richtig cooles T-Shirt. Auf der Seite von Creepy Beast gibt es jetzt 10% Rabatt auf alle Produkte mit dem Gutscheincode dendrobadentv10.